Piep, 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 piep. Guten Abend, meine Damen und Herren. Höfen. In Island ist ein Bauer beim Kokosnusspflücken von der Leiter gefallen. Höfen, das liegt ungefähr hier. Hier. Island. Oh, verzeihung. Geht Ihnen noch gut? Ja, ja, alles in Ordnung. Weitere Meldung. Deutschland. Das Wasser ist trüb, die Luft ist rein. Heino muss gestorben sein. Das ist ja gestern bei dem Rockspektakel passiert, von dem wir nachher noch berichten werden. Eine Meldung vom Sport. Tennis. Hans-Dieter Hoeneß gewinnt gegen Dieter Förster in 3 Sätzen mit 8:3, 1:0. Den dritten Satz im Tiebreak mit 21:4. Und hier sehen Sie, wie er gewonnen hat, aber mit einer Mordsleistung. Sie sehen das Getümmel. Oh, prima, wie der das beherrscht. Und wir gehen jetzt zu einem Interview zu ihm. Prima. Also meine Damen und Herren, wir erwarten jetzt das Interview. Oh, er scheint sich verletzt zu haben. Oh, hoffentlich geht es ihm gut. Also, wir schreiten jetzt zum Interview. Guten Tag! Na, wie war's denn heute? Ja, gewonnen! War ein sehr harter Kampf, aber ich konnte ihn besiegen. Das war ein harter Kampf, aber... Ja, im ersten Satz hier gleich so souverän und dann im letzten Satz im Tiebreak. Wieso das? Ja, der Tiebreak, er war wirklich sehr spannend, das muss ich sagen. Sagt Kameramann. Ja, es war sehr anstrengend, aber ich habe dann ja, ich glaube, wenn ich mich täusche, 21:4, kann das sein? Jawohl. Das, aber es war super. Ich glaube, es war ein gutes Spiel für die Zuschauer. Sehr gut sogar. Sehr viele Asse, vor allem von mir, weil die andere Pfeife da, die hat den Schläger nicht richtig gehalten. Ja, sowas. Ja, Sie können das als Tennisexperte ja sehr gut beurteilen. Ja, klar. Sie haben das gesehen. Ich glaube, Sie haben es auch sehr oft gesagt. Und meine Frau hat ja auch gewonnen. Ja. Haben Sie das auch? Benachrichtigt? Nein, das haben wir nicht. Von den Wahlen berichten wir eigentlich selten. Es war auch ein sehr guter Kampf gegen Nana Muscuri, die auch an dem Rockspektakel war, hat sie gekämpft, ihr Tennis gespielt. Aber es war super. Ich bin sehr begeistert, auch von mir und meiner Frau. Die paar Milliarden, die ich bei diesem Sieg einstecken konnte, die kann man... gebrauchen. Ja, genau, also, das soll ich sagen. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Danke, mein Lieber. Auf Wiedersehen. Danke. Soll ich Ihnen noch eine kleine Kostprobe von meinem Können geben? Nein, wir haben es alles gesehen, wir müssen unsere Zeit einhalten. Auf Wiedersehen. Weiter mit folgender Nachricht. Das Rockspektakel... Also gut, weiter. Das Rockspektakel auf dem Spurplatz in Untersiggenthal ist für Nana Muscuri das Beste gewesen. Sie schlägt alle Rekorde. 23,5 Zuschauer kamen an dieses Spektakel. 23 davon landeten im Krankenhaus. Sie durfte auf diesem Sportplatz ihr Konzert geben für nur 1.500 Franken. Die Bevölkerung wurde aber vorher gewarnt, die Fenster und Türen zu schließen. Hier ist vielleicht fertig, weißt du? Keine weiteren Meldungen! Ich sagte, keine weiteren Meldungen. Ach doch, das Wetter. Ah ne, das kommt erst nach dem Bildbericht. Sie sehen, nur einige Leute waren nicht ganz zufrieden mit diesem Konzert. Hier sehen Sie ein Beispiel. Guten Tag. Was wollen Sie? Sind Sie vielleicht von Nana Muscuri gekommen? Nein, wir kommen nur wegen den Reaktionen. Ja, also es ist schlimm, wie man Untersiggenthal so etwas zufügen kann. Nana Muscuri in Untersiggenthal. Und das nur für 1.000, wenn sie wenigstens ein paar das Doppelte bezahlt. Aber nein, ich warte, bis sie kommt und dann ist nicht mehr lange Nana Muscuri. Dann hat das Leiden endlich ein Ende. Sie sehen, ich halte es nicht mehr aus. Dieser Krach, vielleicht hören Sie es im Hintergrund, auf dem Schulhausplatz. Und ganze 23,5 Leute, der halbe ist wichtig, sind gegangen zu diesem Schwachsinn. Ich verstehe es nicht.
Das ist also schlimm. Oh, sie muss gegangen sein. Vielleicht macht sie jetzt noch einen Besuch bei ihren Fans und fährt hier vorbei. Dann werde ich sie... Oh. Also. Danke sehr. Entschuldigen Sie, dass ich Sie nochmal störe, aber ich fand das Konzert eigentlich nicht so schlecht. Also ich habe den Schirm schon mal mitgenommen, Denn morgen scheint die Sonne. Ha. Also, fangen wir mal an. Hier in Südamerika fängt heute der Sommer an. Ha, wie bei uns. Und hier im Regenwald regnet's morgen. Gut, ha? Und hier in der Sahara haben wir morgen ganz schönes Wetter. Also ich würde kein T-Shirt anziehen, ich würde so mit nackter Brust durch Afrika laufen. Im Gegensatz zu Grönland wird es dort ganz kalt. Pelzmantel also vorprogrammiert. Wie sehen wir hier in Irland, da ist das Wetter sicher. Da regnet es immer. Gut. Und wie ist das Wetter bei uns? Hier in der Schweiz, schönes Wetter. Am Nachmittag Nebel und am Abend Regen. Und in der Nacht schneit es. Und gegen, am Morgen wird es heller und gegen Abend wird es wieder dunkler. Das war's, meine Damen und Herren. Auf Wiedersehen. Einen schönen Abend noch.